Ja, jetzt haben wir geredet über den Boden ausführlich. Ich hoffe, es ist euch klar geworden, auf was wir umeinander gingen. Was das Gewaltiges ist. Und ich sage oft und habe es im Laufe der Jahre sagen gelernt, es haben nicht umsonst zwei Ärzte den Boden angeschaut in dieser Werdezeit des Biolandbaus. Das war in Frankreich der eh heute schon erwähnte André Voisin, der Schriften herausgegeben hat über Weidehaltung und alles Mögliche, obwohl er Arzt war. Und von dem die Aussprüche stammen, lasst uns den Boden heilen, damit wir nicht die Krankheiten bei Mensch und Tier heilen müssen. Wir sind halt dort. Und wir sollen uns keinen Täuschungen hingeben, dass das vielleicht anders war. Das ist so. Wir sind am Heilen der Krankheiten bei den Menschen. Und wir haben das in der Hand, das etwas zu ändern und dem Weg ein wenig in eine andere Richtung zu geben. Der Geist ist schon reif in manchen Gruppen und so weiter. Was ich heute so erzählt habe von Gärten, die man jetzt plötzlich entdeckt, die man machen kann und selber machen kann. Denn das sind schon Sehnsüchte in der richtigen Richtung. Und jetzt gehen wir zum Boden zurück, das heißt, gehen wir zur Erde zurück. Und ich möchte jetzt auch von zwei Stoffen reden, die einander praktisch gegenüberstehen. Wir leben ja in der ganzen Schöpfung in einer Bipolarität. Wir haben immer ein Stück und ein Gegenstück. Nicht nur Mann und Frau, sondern auch auf allen möglichen anderen Gebieten. Und im Erdwerdungskapitel möchte ich sagen, sind die zwei großen Gegenpole der Quarz und der Kalk. Ich habe heute schon gesagt, dass der Kalk ja das Trägergerüst unseres Leibes ist. Unser Rückgrat ist Kalk, unsere Knochen. Rückgrat und Trägergerüst der Erde ist der Quarz. Er gehört ja auch begreiflicherweise zu den Urgesteinen, zu den Eruptivgesteinen, die schon im feuerflüssigen Zustand da waren. Und er ist überall. Er ist auch in der Luft und er ist in vielen anderen Pflanzen und Tieren und Menschen. Also überall ist der Kalk, ist der Quarz vorhanden. Silizium, chemisch ausgesprochen. Beim Menschen befindet sich der Quarz in den Augen, in den Haaren, in der Haut, im Denken. Und jeder von uns hat 1 Gramm Quarz im Leib. Wir verdanken dem Quarz das Glas und damit das Licht im Raum. Herr Schoffen, das ist ein gewaltiger Schritt gewesen damals. Wir kennen von unseren Minnesängern zahllose, ich möchte sagen fast glühende Frühlingslieder mit der Freude, dass man hat wieder die Holzläden aufmachen können und das Licht in den Raum kam. Man hat ja früher die Fensterlöcher
mit Holz zu machen müssen. Man hat ja nichts anderes gehabt. Auch auf den Burgen. Man war nirgends Vornehmer, sondern man hat überall Holzläden gehabt. Und im Frühjahr ist das aufgemacht worden. Darum sieht man ja die Menschen auf mittelalterlichen Darstellungen immer im Mantel, weil es kalt war. Und die langen Winterabende und die Stunden am Herdfeuer sind ja nicht genug beschrieben und gerühmt worden, weil sie ja sehr im Mittelpunkt standen, weil sie ja lang gedauert haben. Und dann kam das Glas und damit die Möglichkeit, im Raum im Winter zu sein, ohne Licht, künstliches. Das ist ein gewaltiger, auch geistiger Fortschritt gewesen. Und es ist begreiflich, dass Menschen, die lang in der Dunkelheit sein müssen, man erlebt es ja immer wieder an den skandinavischen Menschen, obwohl das natürlich heute, wo man das künstliche Licht hat und das in allen möglichen Varianten, nicht mehr so empfindet, als wie es in früheren Zeiten der Fall war. Aber man erlebt doch bei diesen Menschen eine gewisse Reserviertheit, eine Zurückgezogenheit. Und davon hat uns der Quarz mit dem Glas erlöst. Im Tier ist der Quarz ebenfalls vorhanden, in Haar, Haut, Augen, Fell. Vor allen Dingen in den Fellen der Tiere haben wir Quarz. Und bei den Pflanzen ist er noch ausgedehnter. Und das kieselreichste Pflänzchen ist der Ackerschachtelhalm, das kleine Christbeimerl da. Er hat ja keine Blätter, sondern er hat nur Spreizen. Und da gibt es zwei Arten. Eine Art, die ist im trockensonnigen Raum und ist gedrungen, wird nicht allzu hoch. Und es gibt den Sumpfschachtelhalm am Bach und Flussufern oder Seeufern, die sind größer und die Internodien sind weiter auseinander und sie sind auch nicht so kieselhältig wie das, was auf den trockensonnigen Halden wächst. Die dynamische Richtung hat den Quarz und den Schachtelhalm, wie er auch genannt wird, Ackerschachtelhalm, ja verwendet als Heilkraut. Es wird dort Tee daraus bereitet oder es wird verjaucht und dann auf Pflanzen gebracht und auf Kulturen gebracht, vor allen Dingen als pilzbekämpfend, bei Pilzkrankheiten, Gemüse. Die Siliziumverbindungen kommen im Boden sehr viel als Silikate vor. Also zum Beispiel Natrium-Kalium-Silikat, Calcium-Silikat, das ist vielfach da. Und es ist auch begreiflich, dass etwas wie eben das Silizium, das in derartiger Weise die Trägersubstanz unseres ganzen Planeten ist, dass die auch sonst noch viel da ist. Rudolf Steiner hat den Satz schon im Kurs ausgesprochen, es ist sehr viel Zink, Silizium um die Welt. Rusch hat sich ungeheuer intensiv beschäftigt
mit der lebenden Substanz. Mit der lebenden Substanz haben sich eine ganze Reihe von Forschern beschäftigt. Er war nicht der Einzige. Aber er hat es vielleicht am intensivsten, genauso wie er das Tonkristall gefunden hat, dass nur das den Boden macht. Da hier, in dieser roten Schicht, oben, wird die organische Masse zerkleinert, nicht nur von den Bodentieren, sondern dann auch schon von Bakterien, bis zur Zellgröße. Man nennt es auch die Zellschicht. Und diese Zellschicht baut ja dann auch von sich aus heruntersteigende Humusschicht auf. Aber hier löst sich alles auf. Da haben wir keine Zellen mehr, sondern da hier kommt die, im Humus kommt die Lebenssubstanz zum Tragen. Der Humus hat keine Zellen mehr. Der ist Lebenssubstanz. Und diese Lebenssubstanz ist dasjenige, was die ganze Welt am Leben erhält. Und ist die Wissenschaft hat sich auch, nicht nur die Biowissenschaft, sondern die andere, da haben sich zahllose Forscher mit dieser Lebenssubstanz beschäftigt und sind genauso wie Rusch, da gibt es Amerikaner, die den Nobelpreis dafür gekriegt haben, dann welche, die eben auch zu dem Schluss gekommen sind, dass das eine verhältnismäßig kleine Masse, wenn man überhaupt so reden kann, ist, die praktisch die ganze Kugel umspannt. Und überall eben in den Organismen drinnen sitzt. Rusch hat ja einen Aufsatz geschrieben, mit dem hat er eigentlich seine Laufbahn begonnen. Und das ist erschienen im Jahr 51 in der Wiener Medizinischen Wochenschrift. Und er hat sich betitelt Der Kreislauf der lebenden Substanz. Und diesen Aufsatz hat der Dr. Müller in der Schweiz, der ja dort schon eine Bauernbewegung im richtigen Stil, also biologisch, dort ist im Jahr 32 schon Urgesteinsmehl gestreut worden, geführt hat, hat der Dr. Müller den Aufsatz gelesen und war so begeistert, dass er sich in den Zug gesetzt hat und nach Frankfurt gefahren ist und den Dr. Rusch aufgesucht hat. Und aus diesem Gespräch ist dann eine lebenslange Freundschaft geworden und, was viel wichtiger war, Zusammenarbeit. Und Rusch ist zuerst der Anreger gewesen dieser Bauernbewegung da von der Schweiz und dann aber der Gründer. Er ist der Gründer der organisch-biologischen Wirtschaftsweise. Als Arzt. Das zweite Ortsstück sozusagen in Europa, neben Boisin, der sich da so intensiv mit dem Boden auseinandergesetzt hat. Und es ist dieses, wie gesagt, es ist diese lebende Substanz, die eigentlich das ganze Leben dirigiert. Und diese lebende Substanz überlebt den Tod des Individuums, auch unseren eigenen. Das, was aus uns hinausgeht, ist und nimmer da ist, das ist die lebende Substanz. Ich habe mal zu einem in Linz ja angesehenen Primararzt, dem Gründer des neuen Wagner-Jauregg, das ist der Nervenklinik, habe ich gesagt, Herr Primar, was haben wir für einen chemischen Unterschied zwischen einem lebenden Menschen und einer ganz frisch verstorbenen Leiche? Und da hat er mir die richtige Antwort gegeben, zunächst überhaupt noch keiner. Bevor nicht noch 2 Stunden die ersten Zersetzungen einsetzen. Da ändert sich's natürlich. Ja,
Aber es ist das aus dem Menschen draußen trotzdem, was ihn zum Menschen gemacht hat. In Reden und Gehen und Sprechen und Denken und weiß ich was, alles hat lassen. Und da hat er mir für eine Schulmedizin eine sehr weise Antwort gegeben und hat gesagt, es muss er doch noch etwas zwischen Himmel und Erde geben, was wir verehren können. Das war für einen Gelehrten eine sehr hochstehende Antwort. Ja, das stimmt auch, es ist ja aus deiner frisch verstorbenen Leiche, ist eben gerade dessen hinaus, was den zum Leben gebracht hat. Und das sind diese Lebenssubstanzen, die in verhältnismäßig in die kleinsten Mengen nur notwendig sind. Die sind genauso in kleinsten Mengen notwendig wie die Spurenelemente. Und diese Lebenssubstanz, die tragt den ganzen Planeten mit allem, was da drauf ist, durch. Und Rusch hat sich einmal gar nicht so lang her irgendwo geäußert, ich habe es gelesen, dass die Lebenssubstanz in mengenmäßig die gleiche bleibt, egal wie viel Leben auf der Erde sich entwickelt. Und es geht auf Kosten anderer. Und er meint dadurch, dass die Vermehrung des Menschen heute eine so grelle ist, dass auf Kosten dessen, weil die Lebenssubstanz nicht mehr ist, dann eben alle möglichen Verluste bei Pflanzen und Tieren, wie wir sie heute erleben. Wir erleben alle Augenblick, dass etwas verkündet wird, das ausgestorben ist und was es nicht mehr gibt, dass das verschwindet. Das mag sein. Es ist interessant. Und es kann sein, dass es so ist. Wäre vielleicht ein Ansporn und richtig, um diesen wirklich zu krassen Anstieg der Menschheit etwas einzudämmen. Ja, aber wir haben jetzt hauptsächlich geredet, zuerst vom Quarz und dann, wie gesagt, von der Lebenssubstanz, die uns eigentlich durchträgt. Ich habe aber zuerst noch gesagt, dass der Quarz einen Gegenspieler hat und der Gegenspieler des Quarzes im Ganzen ist der Kalk. Und es ist eine interessante Sache, sich zu fragen, was ist überhaupt der Kalk? Wo kommt der her? Und bitte, da wird man draufkommen, und muss es auch ehrlich sagen, dass der gar kein Gestein ist. Dass der aus einer Gegend kommt, dieser Erdgeschichte, wo die Gesteine längst alle da waren. Längst. Denn der Kalk kommt nicht aus dem Mineralreich. Der Kalk kommt nicht einmal aus dem Pflanzenreich, der Kalk kommt aus dem Tierreich. Also der überspringt praktisch ein Naturreich. Er kommt aus dem Tierreich, er ist entstanden aus Millionen und Millionen von Schalen und Krusten von Meerestieren. Und man muss sich jetzt vorstellen, dass in diesen damaligen Meeren, wo die Urgebirge längst da gestanden sind, in den damaligen Meeren an den Rändern ganze Gebirge von Schalen und Krusten von Meerestieren abgelagert wurden beim Sterben. Diese Meerestiere, das tun sie heute auch noch, ziehen zum Sterben in ganz bestimmte Bereiche. Die machen die Lachse genauso wie andere auch. Die ziehen ganze Flusssysteme hinauf und wieder hinunter und haben im Meer draußen ihre ganz bestimmten Orte, wo sie zum Sterben hinziehen. Und das haben die damals auch gemacht.
Und dann kamen einmal in Millionen von Jahren Vulkaneingriffe, die diese riesigen Gebirge in die Höhe gehoben haben. Und an die Luft gekommen sind diese Massen, man kann es sagen, in den Stein zurückgefallen. Der Kalk hat aber etwas aus der Kinderzeit, wo er eben Tier war, nicht vergessen. Und der Kalk räubert. Und der Kalk räubert den Boden aus nach den Nährstoffen. Der löst die Nährstoffe aus den Verbindungen heraus mit den organischen Stoffen, sodass die Pflanze das kriegen kann. Und der fegt den Boden leer von den Nährstoffen. Daher das Wort, der Kalk macht reiche Väter und arme Söhne. Bitte, da ist aufzupassen. Und ich habe einmal gefragt vom Biobauern, ob sie nicht kalken sollen. Wenn einer das Urgesteinsmehl so benutzt, wie der Dr. Müller das vorschreibt, das steht alles im Rezept drin. Tausend Kilo am Hektar jetzt Jahr bei den Umstellern und danach 600, 700 Kilo, aber jedes Jahr am Hektar. Und wenn man im Stall auf die Kotplatten strahlt, was das Beste ist, dann kann man das natürlich von der Fläche abziehen. Wenn man das tut und das Urgesteinsmehl, wie gesagt, nicht nur im Stall, sondern auch auf den Feldern verwendet, oder zu so Sonderkulturen, was ich heute gesagt habe, wenn man es im Herbst einmal dringend auf irgendein Stück braucht, dann soll man es verwenden. Wenn man das tut, braucht man nicht kalken. Das Urgesteinsmehl geht Richtung leicht gegen Richtung alkalisch. Es hat auch, das Kitzbühler hat 8% Kalk drin. Das reicht. Da braucht man nicht nur Kalk kaufen und Kalk streuen. Das ist nicht notwendig. Und man braucht sich dieser Gefahr nicht auszusetzen, dass zu viel wird und dass man eben dann die Nährstoffe im Boden verliert. Da muss man Acht geben. Die konventionellen Bauern müssen kalken, weil ja die mit dem Kunstdünger den pH-Wert vom Boden runterdrücken. Und das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Das hat einmal sein Ende. Der Kalk ist was ganz, ganz Wichtiges. Er ist derjenige, der den pH-Wert des Bodens hält. Gar kein Zweifel. Das ist eine seiner Aufgaben. Er ist krankheitsbekämpfend. Kalk wirkt immer irgendwie desinfizierend. Und er hat seine, er ist eben das Gegenpol zum Kiesel. Im Übrigen möchte ich auch noch sagen, dass wir Kalk in allen unseren organischen Düngern drin haben. Wir haben einen Kalk im Stallmist und wir haben einen Kalk in den Gründüngungen. Weil in Pflanzen ja Kalk enthalten ist. Und die haben wir das dort überall drinnen. Also wir geben absolut auch Kalkdünger her, sozusagen ummantelt von einer anderen Gestalt. Auch über den Komposthaufen geht Kalk. Kalk geht über Mergel. In ganz Süddeutschland gibt es Mergelgruben. Das ist ein kalkhaltiger Lehm. Und dieser Kalk, dieser Mergel, wird von den Bauern dort, die Gruben kehren allen,
wird dort verladen und geholt und wird auf die Felder gestreut. Das ist auch ein Ort Urgesteinsmehldüngung. Bitte, das Urgesteinsmehl ist nichts Neues und es ist vor allen Dingen nicht ein Kind der organisch-biologischen Wirtschaftsweise, sondern es ist ein uralt Bodenhilfstoff, nicht Dünger, er ist ein Bodenhilfstoff. Und die klassische Steinmehldüngung ist Ägypten und der Nil. Der Nil im alten Ägypten hat von den Hochgebirgen von Abyssinien diese ganzen Steinmehle mitgebracht und hat jedes Jahr das Nildelta überschwemmt, hat das abgelagert und ist wieder verschwunden. Und dann haben die Bauern angebaut und dann ist fest gewachsen. Das war überzogen vom Steinmehl aus Abyssinien. Und wenn die Ernte weggeräumt war, kam wieder der Nil und hat wieder das Steinmehl gebracht. Genau dasselbe ist passiert im Zwischenstromland von Euphrat und Tigris. Da haben wir dasselbe. In Europa gibt es die Heiligen Wasser des Wallis. Das ist der südlichste Kanton in der Schweiz. Und da haben die Bauern das Gletscherwasser vom Mont Blanc heruntergeleitet in Holzleitungen und Holzröhren. Die ältesten aus 1400, die gibt es heute noch, haben Terrassengärten damit nicht nur gewässert, sondern auch gedüngt und haben davon gelebt. Und im vorigen Jahrhundert hat man die Hunza entdeckt. Das ist auch ein Stamm im Himalaya, der dort Terrassengärten unterhält, das ganze Tal entlang. Und hat ebenfalls ein kunstvolles Wasserwerk. Das ist eine Steinmehldüngung und gar nichts anderes. Also es ist nichts Neues. Die organische Richtung und Rusch haben das nur auf wissenschaftliche Füße gestellt und haben sie erklärt, was da drin ist und warum das so kostbar ist. Und dass man das nehmen kann und dass man nicht die künstlichen, synthetischen Spurenelemente braucht und alles zeigt. Also das zu wissen, ist einmal sehr gut. Und wie gesagt, wenn man das ordentlich macht, braucht man nicht noch eine extra Kalkung. Wir haben im Allgemeinen, das ist jetzt ein Satz von Rusch, im Allgemeinen hält der humusreiche Boden spontan das Ionengleichgewicht. Und die Ionenreserven. Ein Absinken des Basensättigungsverhältnisses und des pH-Wertes kommt nicht vor. Wenn wir nämlich den Bodenkreislauf vernünftig bestücken und beschicken mit Dünger und so weiter, dann rennt es im Gleichklang und im Gleichgewicht weiter dahin. Da brauchen wir keine Angst haben. Herrschaften, ich habe Kompost gemacht auf Teufel komm außer, wie in Linz war. Aber ein Thermometer habe ich keinen gehabt. Oder irgendeine Apparatur, die damals schon leise im Umgang war. Da ist viel Gefühlssache. Und sich in die Dinge hineinversetzen, das möchte ich euch überhaupt ans Herz legen. Der Biolandbau ist nicht zu fassen mit Tabellen und ähnlichem Zeug wie der konventionelle Landbau. Da gibt es Spritztabellen und nur alles mögliche andere. Das haben wir nicht. Wir haben ein System, aber wann, wo, wie, das muss der Bauer selber sich erarbeiten am eigenen Hof. Rudolf Steiner nennt den Bauernhof nicht umsonst einen Organismus. Mit allem, was da dazugehört. Und da muss das Bauer in die Schuhe stehen.
und mich mit den einzelnen Teilen dieses Organismus so befreunden, dass ich mit denen so gut bin, dass ich genau wissen bin, was die brauchen. Jedes einzelne Feld. Das ist ganz wichtig. Und dann werde ich den Gleichklang und den Kreislauf im Griff haben. Und wie gesagt, wir tun eine Menge mit unseren Wirtschaftsdüngern, auch Kalk hineinbringen. Tut euch nicht zu viel halten an die Ziffern und an die Listen, sondern schaut, dass ein lebendiges Gefühl entwickelt für eure Äcker. Es gibt Betriebe, die haben einen Boden. Die brauchen nicht so viel denken, für das eine Denken. Aber es gibt Betriebe, wo jedes Feld eine andere Harfe spielt, sozusagen. Und die muss ich wissen. Der Stoffkreislauf ist ein elementares Naturgesetz. Der konventionelle Landbau hat davon überhaupt keine Ahnung. Ein elementares Naturgesetz. Wird es befolgt, dann gibt es selbst bei stärkster Inanspruchnahme des Bodens keinen Raubbau am Boden und auch keine Bodenmüdigkeit. Dem Gesetz des Bodenkreislaufes muss Rechnung getragen werden. Das ist wichtig. So, das waren jetzt die zwei großen Gegenspieler im Gesteinsreich, denn letztlich muss man ja den Kalk dann doch auch wieder, denn er sinkt ja zum Stein ab, in dem Augenblick, wie er zum Gebirge wurde. Aber es ist vielleicht auch jetzt noch wichtig, dass man über die zwei ganz wichtigsten Nährstoffe uns Gedanken machen. Und die zwei allerwichtigsten Nährstoffe sind der Stickstoff und der Kohlenstoff. Bitte, Stickstoff und Kohlenstoff sind auch jene, die auf ihrem Kreislauf die Erde verlassen. Alle anderen Nährstoffe bleiben in der Erde drin. Es bleibt Kali drin und es bleibt Magnesium drin und so weiter. Aber Stickstoff und Kohlenstoff verlassen die Erde auf ihrem Kreislauf. Stickstoff auf einen großen, eigentlich auf zwei, und Kali auf einem und Kohlenstoff auf einem kleinen. Was ist der Kohlenstoff überhaupt? Der ist ein Nährstoff, er ist ein ganz wichtiger Stoff, Herrschaften, und das Wichtigste, was zum Kohlenstoff zu sagen ist, der Kohlenstoff ist der große Gestalter von allem Organischen, das an uns da, das ist Kohlenstoff. Wir sind stofflich Kohlenstoff. Das nicht vergessen. Die Pflanze ist es auch, das Tier ist es auch. Der Träger ist der Kalk. Aber der Kohlenstoff rankt sich an diesem Träger empor. Das ist die ganz große Aufgabe des Kohlenstoffs. Er hat aber auch die nächste Aufgabe, dass er zu dem Atmungsorgan Erde gehört und in diesem Lauf als Atmungsorgan der Erde ist er ja Hauptteilhaber von der Photosynthese. Also von jenem Akt, wo aus dem Kohlenstoff
des Bodens und dem, und aus dem Kohlenstoff der Luft und dem Wasser des Bodens in Gegenwart von Sonnenlicht und Blattgrün Stärke und Zucker erzeugt wird. Herrschaften, das ist eine ungeheure Tat der Schöpfung, das ist die Grundlage der ganzen Ernährung von uns. Kohlenstoff und Wasser, Sonne und Chlorophyll. Das gibt Kohlehydrat und Zucker für uns. Und logischerweise fürs Tier. Und dann holt sich die Pflanze zu diesem Ding, das sie macht, holt sie sich aus dem Boden, nur in Stickstoff und macht Eiweiß. Das sind großartige Sachen, das sind Schöpfungsakte. Das ist sind die ganz großen Aufgaben des Kohlenstoffs. Er erscheint auch nicht als Stein. In der Natur erscheint er als Diamant und als Graphit. Graphit ist eine amorphe, eigentlich gestaltlose Masse, schwarze. Und der Diamant ist ein Edelstein, ist der einzige Edelstein, der nicht aus dem Steinreich kommt. Die anderen Edelsteine sind alle die Endprodukte von irgendeinem Gestein. Bergkristall beispielsweise ist das höchste von Quarz. Aber der Diamant kommt aus dem Kohlenstoff und ist im Mittelalter zum Teil auch als der Stein der Weisen bezeichnet worden von der damaligen Chemie. Zum Teil, nicht von allen. Und der Kohlenstoff macht seinen Kreislauf, indem er ausgeatmet wird von allen Bodenlebewesen. Diese ganzen Bakterien und Pilze und Algen, das atmet ja alles. Und das atmet den Kohlenstoff aus und der Kohlenstoff steigt auf, wird Sauerteig im Brot. Und die Erde geht auch etwas auf dabei. Und dann entweicht der Kohlenstoff der Erde. Und sollte, wenn die Geschichte richtig runtergeht, sofort von den dort stehenden Pflanzen aufgenommen werden. Es haben alle Pflanzen, mit Ausnahme von den Seerosen, haben an den Unterseiten ihrer Blätter Spaltöffnungen. Und durch diese Spaltöffnungen, bis da unten an die Plattung rum, nehmen sie den Kohlenstoff auf, der aus der Erde strömt. Nehmen ihn auf und verwerten ihn sofort, eben zu der Photosynthese. Aber da verlässt er einmal den Boden. Und Landschaften, wo der Wind drüber bläst, weil man alle Bäume und Sträucher schon ausgerammt hat, dürfen sich nicht wundern, wenn diese Kohlenstoffdüngung nicht funktioniert, weil der Wind den Kohlenstoff wegbläst. Eine Gegend, wo bei uns alles ausgerammt worden ist, ist das Machfeld. Das ist ja furchtbar, wie es dort ausschaut. Ich bin einmal dort hingeholt worden, es ist lang her, weil die Bauern, die Biobauern dort nicht zurechtkommen mit dem Pferdedünger als Kompost. Und die Pferdedünger stammen dort im Machfeld aus den Zahl losen Reitstellen rund um Wien. Und die sind nicht fertig geworden, die haben, da habe ich dann gefragt, was ist los, warum kommen wir nicht zusammen? Und da haben sie gesagt, die sind so trocken, das Zeug ist so trocken, das rotet ja nicht. Ja, sage ich, um Gottes Willen, das muss man doch befeuchten. Ja, mit was? Ja, sage ich, mit Wasser. Mit was denn sonst? Da waren ganz viele Socken, dass man da Wasser nehmen kann. Dann habe ich auch gesagt, dass ich meinen großen Kompostplatz in Linz im Süden und im Norden flankiert habe mit ihren Straßenhydranten.
Und wir haben, haben Schläuche gehabt mit Löcher unten. Und die haben wir dann auf die Haufen gelegt und dann haben wir halt auftraut. Denn wenn ein Platz sehr groß ist, dort wächst kein Baum mehr, da bringe ich keinen Schatten mehr hoch. Da muss ich schauen, wie ich mit dieser Sonnenbestrahlung fertig wird. Erstens mit abdecken und da muss man eben dann doch manchmal zum Gießen greifen. Also das haben sie eingesehen. Aber ich habe dann schüchtern gefragt, warum das Land so ausgeräumt ist. Und da haben sie dann gesagt, ja, sie pflanzen sich da nichts her, da, damit das Wild einen Unterschlupf fände. Ja, sage ich, und? Und alles andere, was da zu Grund geht und was nicht weiterkommt, das ist dann schon verstanden worden, aber nicht sehr gerne. Diese Sache, das vom Wild frei und das war einleuchtender. Wie es weiterging, weiß ich nicht. Aber das ist sehr zu bedenken, das Ende der Heckenlandschaften, und das hat schon nach dem Ersten Weltkrieg angefangen, das Ausrotten von Busch und Baum und Hecke. Vor allen Dingen im ganzen norddeutschen Raum ist das Gras passiert und auch noch weiter nach Süden rein. Die Heckenlandschaft ist ein Charakteristikum von ganz Mitteleuropa. Das fängt in Russland schon an und reicht bis zum Atlantik und geht weit nach Skandinavien auf und fängt eigentlich schon unter dem Apennin an. Das ist ein Charakteristikum von Mitteleuropa. Und man sollte das schätzen und pflegen. Denn diese ganzen Feldstücke innerhalb der Hecken waren in einem wunderbaren Schutz. Da ist ihm der Wind nicht drüber gestürmt und hat den Kohlenstoff nicht weggetragen, sondern hat ihn walten lassen zu dem, was er zu tun hat und so weiter. Und auch jemand, der selber einen Besitz hat, sollte schauen drauf, dass das gut geht. Wir haben in Oberösterreich bei Bio Austria eine Naturschutzabteilung, die Waltraud Müller, die tut die Bauern naturschutzmäßig beraten und das ist in vielfach sind das Hecken, Schutzhecken. Und gut gemacht. Über sowas soll man nachdenken. Ich hatte einen lieben Freund, der ist in der Zwischenzeit gestorben. Der hat einen 52 Ackerbaubetrieb, Hektar Ackerbaubetrieb bei Augsburg. Jetzt hat er einen Sohn. Der Altbesitzer hat den im 56er Jahr umgestellt auf Bio, im 56er Jahr. Und das war ausgeräumtes Land. Und das hat er wunderbar bepflanzt. Mit allem Möglichen an Hecken und Bäumen. Das kennt man halt gar nicht mehr, wie sich das verändert hat. Zum Segen natürlich der Landschaft und allem dessen, was dort wachsen soll. Ja, bitte, das sind die großen Aufgaben des Kohlenstoffs und sein einmaliges Herausgehen aus dem Planeten. Und wenn wir das schon wieder stören, dass dieser Kohlenstoff quasi wohin kann, dann werden wir natürlich CO2 zum Unmaß in der Luft haben, wo es nicht hingehört. Und wenn wir im ordentlichen Rahmen wirtschaften, dann wird es sofort von der Pflanze aufgenommen und in den Augenblick, wenn wir ordentliche Kohlenstoffdüngung haben, dann ist auch die Stickstoffaufnahme der Pflanze eine andere. Und dann ist dieses Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, dieses 1:10, gut und haltbar. Über das ist nachzudenken. Und jetzt zum Zweiten, zum Stickstoff. Bitte, der Stickstoff nimmt eine Sonderstellung ein. Das hat Liebig schon richtig erkannt und auch die Kunstdünger Leute.
dass der Stickstoff ein besonderer Lebensstoff ist. Das ist er auch. Und der Stickstoff ist in sein Standort nicht in der Erde und nicht am Planeten, sondern in der Luft. Über jeden Quadratmeter haben wir da in die Luft auf, bis über die Atmosphäre 8 Tonnen Stickstoff. Das muss man sich vorstellen, was das heißt, so ein Fleckl. Und darauf sind 8 Tonnen. Aber dieser Stickstoff ist für die Pflanze nicht erreichbar. Die kann mit dem Luftstickstoff nichts anfangen. Und es gibt nur 2 Wege, den Luftstickstoff zu verwerten und herunterzubekommen. Der eine Weg sind die Knöllchenbakterien, die bei den Schmetterlingsblüten zu finden sind und auf deren Wurzeln hausen, samt anderen Bakterien, die wir in der Zwischenzeit gefunden haben, dass sie das auch machen, in erster Linie die Azotobacter. Das sind feine, kleine Bakterien, wunderschöne, feine Bakterien, die mit grober Nahrung nicht zufrieden sind. Und die können auch den Stickstoff aus der Luft finden. Man hat Blaualgen und Grünalgen auch, und man hat in der Zwischenzeit, hat die Wissenschaft eine Reihe anderer Bakterien gefunden, die das können. Aber diese ganzen Stickstoffbinder verlangen im Boden das Vitamin B12. Und das Vitamin B12, das ist das letzte entdeckte Vitamin, das ist auch sehr fein und kostbar. Und dieses Vitamin enthält einen Kern aus Kobalt. Es wird auch Cobalamin genannt. Und das ist schon wieder einmal ein Grund, ein Urgesteinsmehl zu streuen, weil im Urgesteinsmehl ist Cobalamin drin. Da haben wir einen Kobalt drin. Also man zöge sich damit schon wieder die Möglichkeit her, B12 zu haben und mit B12 alle diese Stickstoffbakterien. Nur muss man es wissen. Also das ist ein Weg für die Pflanze, den Stickstoff aus der Luft zu kriegen. Und der zweite Weg ist das Gewitter. Die Erde kriegt in der Minute 3 bis 4 Blitze. Und jeder Blitz bringt einen Stickstoff runter. Das ist eine der ganz großen Zuwendungen des Universums an die Erde. Wenn man dynamisch wirtschaftet, da kommt man natürlich drauf, dass wir solche Zuwendungen den Meeren haben. Dass jedes Sternkreiszeichen, jedes Tierkreiszeichen seine Zuwendung der Erde gibt. Jedes über den Mond. Und dass jeder Planet was tut für uns. Es tanzt ja alles um uns, um die Erde herum, da in unserem Universum. Unser Universum fängt in der Mitte mit der Sonne an. Die ist das Herzfeuer, das ist eine gemütliche Sache. Und dann reicht es kreisförmig nach außen und die Außenmauer dieses Hauses sind die Sternzeichen, die Tierkreiszeichen. Die sind ja Fixsterne, die stehen ja. Und diese 12 Tierkreiszeichen von den Zwillingen oben und dem Schützen unten, das steht schön rund um die Sonne und die Sonne ist in der Mitte. Und da tanzen die Planeten drin herum in spiralförmigen Bahnen. Die untersonnigen, Merkur und Venus, und die obersonnigen, Mars, Jupiter und Saturn. Und alles das wirkt herein auf die Erde und auch auf uns.
Und wie gesagt, der Stickstoff wirkt über den Blitz. Und da haben wir Stickstoffdüngungen durch die Gewitter. Man kann das ja fast riechen, wenn ein Gewitter schwer mit schweren Blitzen niedergeht. Besonders im Gebirge. Das ist ein eigener metallischer Geruch. Der Stickstoff ist auch sonst ein anderer Geselle als alles andere. Er erscheint in verschiedensten Formen und Erscheinungsbildern. Wir haben ihn als Ammoniak da, wir haben ihn als Ammonium da, als Nitrat und Nitrit. Das gibt es bei den anderen Stoffen nicht. Das kann nur der Stickstoff. Und der Stickstoff, wenn es ihm nicht passt, dann geht er. Dann empfiehlt er sich. Wird zum Stickstoffoxid und ist fort. Und das wird dem Biolandbau vorgeworfen, dass er Stickstoff verschwendet und Stickstoffverluste hat, weil er ja seinen tierischen Mist, weiß ich wo, ja, nun kommt diese blöde EU-Verfügung dazu, dass man den Mist 3 Monate bei den Stall liegen lassen muss, was ein Unsinn ist. Ich pflege zu sagen, man kann nicht erkennen, ob das 3 Monate alt ist. Das geht nicht gut. Und da kann man so ein bisschen sich schwindeln, dass man das nicht 3 Monate werden lässt, denn an sich ist das für den Dünger nicht gut. Es wäre richtig, und Rusch sagt ganz richtig, wenn der Fladen fällt bei der Kuh, müsste ihr Weg schon vorprogrammiert sein vom Menschen, was er mit ihm jetzt tut. Aber nicht, dass er einfach auf den Haufen geschmissen wird, wie das lang geschah. Und es ist sehr angebracht, ihn so bald wie möglich von den Betonplatten der alten betonierten Miststätten, die es überall noch gibt, wegzubringen und ihn draußen am Gelände, das dürfen wir ja noch, zu ordentlichen Komposthaufen aufzuschlichten und zuzudecken. Bitte gewohnt euch das an, wer kompostiert, dass er die Haufen zudeckt. Da geht nämlich auch viel Stickstoff fort, wenn man das nicht tut. Man kann zudecken mit kaputten Heu oder mit Strohhäckseln oder mit den grünen Kompostvlies, was man in die Lagerhäuser kaufen kann. Das geht alles. Und weil wir jetzt bei diesem Thema gekommen sind, Komposthaufen, reden wir gleich davon. Das ist wichtig. Wir haben zweierlei Kompostierungen. Den Haufenkompost und den Flächenkompost. Der Haufenkompost ist ein Kind der biologisch-dynamischen Richtung und ist nachgebildet dem langen Leib des Regenwurms, der als einziges Geschöpf auf diesem Planeten Erde machen kann. Das kann sonst niemand. Und der Regenwurm frisst angerottete Pflanzenmasse in sich hinein. Er hat im Leib Kalkspuren, die mischt er da drunter. Und darum hat ihm der liebe Gott den langen Leib gegeben, damit er möglichst lang diesen Fraß da durchwurzeln kann. Und wenn er soweit ist, dann geht er mit dem Popsch nach oben und macht Häufchen, Erdhäufchen, dunkelbraune. Und man hat diese Erdhäufchen gemessen und ist draufgekommen, dass diese Erdhäufchen 6 bis 7 Mal so viel Stickstoff, Phosphor, Magnesium und Kalium enthalten als der allerbeste Gartenboden. Was der Wurm kann, kann niemand. Der Wurm ist der beste Bodenlockerer mit langen Gängen, die wie gesagt dann von anderen Tieren bevölkert werden, wenn er selber stirbt. Aber er wird alt, er wird etliche Jahre alt. Und das hat sich die dynamische Richtung zum Vorbild gemacht. Und dann
ist man draufgekommen mit der Zeit, dass man verhältnismäßig wenig Kompost rauskriegt oder Erde rauskriegt, weil man eben Haufen macht. Ob das jetzt mit Mist passiert oder mit Grünmassen, das ist wurscht. Es ist wunderbare Erde geworden, mit höchsten biologischen Werten, aber es ist ziemlich was weniger geworden. Und Rusch hat unter, das war der Wissenschaftler, der hat unter dem Mikroskop ausgezählt, dass so und so viele Zellen bei der Geschichte verloren gingen. Die werden weggehitzt. Der Kompost wird ja heiß am Anfang. Und Rusch war derjenige, der dann gesagt hat, das tun wir doch die ganzen Zellen der Pflanze zur Verfügung stellen. Und machen wir doch aus diesen Grünmassen und so weiter nicht Haufen, sondern einen Kompost sozusagen, den wir direkt ausbringen. Und so sind diese Gründecken und das alles entstanden. Was richtig ist, da hat er recht und da bleibt für die Pflanze viel mehr. Man kann auch zum Beispiel, weil man nicht, man kann nicht zu jeder Jahreszeit und immer gleich ausbringen. Das geht nicht. Man muss manchmal die Sachen lagern. Und da ist es vernünftig, wenn man ordentlich aufsetzt und das halt einmal liegen lässt. Und man kann es ruhig verwenden, wenn das erst halbfertig ist. Und damit ist natürlich eine Menge gerettet. Man kann halbfertige rote Masse durchaus verwenden und gut verwenden. Also bitte, das ist der Unterschied zwischen Haufen- und Flächenkompost. Und es ist ein Unsinn, das eine zu verurteilen und das andere in Hüme zu heben. Und umgekehrt, das ist alles passiert, die zwei Richtungen haben sie die Köpfe eingeschlagen und haben gestritten, dass er frei war. Ich habe das noch erlebt. Schaut um die Zeit. Denn wir brauchen beide Methoden. Ich muss ehrlich sagen, schon in meinem Garten habe ich Zeiten, wo ich das, was ich jetzt an frischem Material anfalle, gar nicht verwenden kann, weil es nirgends reinpasst. Und da ist viel gescheiter, ich mache einen ordentlichen Haufen und lasse das einmal rotten. Vielleicht brauche ich es zwischendurch einmal. Oder vielleicht, ich habe die Zeit und lasse es als zur fertigen Erde werden. Das liegt jetzt bei mir. Schwere Böden, Tonböden, sind nass und kalt. Die gehen mit Flächenkomposten nicht gut. Wenn man bei schweren Tonböden mit Flächenkomposten kommt, geht es oberirdisch, aber der Boden ändert sich nicht. Die Ernte wird in Ordnung gehen, aber unterirdisch der Boden ändert sich nicht. Während wenn ich am schweren Tonboden eine fertige Erde aufbringe, oder fast fertige, dann wird es mit der Zeit nach unten arbeiten. Ich habe meinen Garten am Boden, der ist so gelb wie die Tisch da. Unten. Der ist ein Lettenlehm. Ich war am Anfang nicht sehr glücklich damit. Kalt und nass und glitschig und weiß ich was. Und ich habe mit dem Flächenkompost im Gemüsegarten nicht allzu viel ausgekriegt. Es ist gegangen, aber... Und dann habe ich sogar bei Rusch im Buch gelesen, dass eben auf diesen schweren Böden die fertige Erde besser ist. Und dann habe ich angefangen, fertige Erde zu machen und die im Herbst aufzubringen. Und siehe da, und das Land wurde von oben nach unten dunkel und locker und krümelig. Und ich bin natürlich bei dem Rezept geblieben.
was bei mir gut ist. Und bei anderen, die solche Böden haben, wird es genauso gut sein. Aber wie gesagt, man kann nicht jetzt das eine verdammen und das andere nur hochjubeln. Wir brauchen beide Methoden. Und sie sind beide wertvoll und gut. Das ist über das Kompostieren zu sagen. Und nicht kopfschief werden, wenn einmal ein Haufen missrät. Bitte, es gibt zwei Fehler beim Kompostieren, zu nass oder zu trocken. Zu trocken, das ist da wie die Pferdebauern da im Markfeld. Da war es zu trocken. Da muss ich eben spritzen, da muss ich halt dann einmal mit einem Schlauch kommen oder mit einer Gießkanne im Garten. Und wenn es zu nass ist, dann muss ich die Haufen aufmachen, dann sehe ich eh, dass was nicht in Ordnung ist, dann schaue ich halt einmal rein. Und wenn man dann sieht, dass das schwarz und grün wird und womöglich auch noch stinkt, dann muss man das aufmachen und lüften. Und es wird ja wieder das Wetter besser und dann gibt man frisches Material dazu. Das ist wichtig, dass man zu solchen Sachen, die zu nass oder zu trocken werden, aufmachen und ein frisches Material dazu. Und dann wieder zumachen und reifen lassen. Das sind die hauptsächlichen Fehler, die beim Kompostieren sein können. Ja, das ist zu sagen über diese zwei Arten von Kompostierung, die wie gesagt beide ihren hohen Stellenwert haben. Und es tat viel Gutes geschehen, wenn all das Zeug, was heute verwüstet wird an Grünmasse im Herbst, was wird da auf die Müllwegen geschmissen, von den Kleingärten und so weiter, das ist ja ewig schade. Das ganze Zeug kann wieder fertige Erde werden, wenn wir uns die Mühe geben, es zu tun. Bitteschön, was natürlich ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir die organischen Dünger, sämtliche, ob das jetzt Miste sind oder Güllen oder Jauchen, oder auch Grünmaterial, dass das nicht frisch und ohne Rotte im Boden darf. Das muss über einen Rotteprozess. Es muss der Mist kompostiert werden. Es muss die Jauche belüftet werden. Bei der Belüftung der Jauche, der Güllegruben, hat die Industrie versagt. Das war eine gute Sache für irgendwelche Betriebe. Ein Freund, Armin Rauf, in Feldkirch. Und der hat sich eine Jauchegrube gebaut, hat da Rohre gelegt, mit Löchern, hat da einen Kompressor aufgestellt, mit einer Zeitzündung. Das lässt den Tag zweimal laufen und pumpt Luft durch diese löchrigen Rohre und es steigt dann auf und bringt diesen ganzen Jauchinhalt, Grubeninhalt zum Wallen und zum Gären, weil eben da die Luft drinnen ist. Der Armin sagt, voll zufrieden, kein Geruch und volle Düngewirkung. Die Laschen da, die man braucht zum Befestigen von die Rohre, bitte Chromstahl, das Eisen aufgefressen wird von die Güllen. Mit Chromstahl. Sonst nicht. Also sowas ist möglich und sowas ist auch sinnvoll. Aber man kann natürlich auch, wenn man im Stall Steinmehl streut, geht natürlich das in die Güllegruben rein, was gut ist und was in diesen Umlüftungen da mitbrodelt. Und
Und da haben wir auch dann, weil ja im Steinmehl das Tonkristall seine Rolle spielt und das Tonkristall bewirkt natürlich, dass man da schon mit der Einstreu, die ja bei der Gülle drin ist und das sich dann da in der Flüssigkeit vereinigt, dass das da schon zu einer gewissen Vorkompostierung führt. Aber, und bitte, das muss euch klar sein, die Gülle ist im Prinzip nichts anderes als wassergelöste Nährstoffe, so wie der Kunstdünger. Mit der großen Ausnahme, dass die Gülle natürlich Lebenskraft enthält. Sie kommt ja aus dem Tier und der Kunstdünger ist tot. Aber wir haben in der Gülle genauso diese gelösten, im Wasser gelösten Nährstoffe, die sind da und die Pflanze sauft. Und es gibt natürlich und nicht wenige auch bei den Bauern Überdüngungen mit Gülle. Und wir haben bei den Biobetrieben Gülleflora. Mit Kerbel und Hahnenfuß und Ampfer und was da alles dazugehört. Bei der Gülle ist aufzupassen, das ist ein Problemkind. Und ist natürlich das Kind des Mangels an Arbeitskräften auf den Höfen, weil natürlich der Festmist der Arbeit ist. Der ist ja schon jeden Tag gearbeitet, bis ihn auszubringen. Geschweige denn danach mit dem Haufen machen und so weiter. Und da muss man sich überlegen. Es gibt natürlich heute auch Transportmittel für den Festmist. Es ist alles machbar. Und es gibt gewisse Ställe mit gewissen Bauorten, Drehtmistställe und so weiter, wo man dann den Mist mit dem Traktor ausbringt und ausschiebt und ihn möglicherweise hoffentlich mit einem Miststreuer aufsetzt, dass er nicht dick aufgesetzt wird. Bitte, der Frontloader ist kein Aufsatzgerät für Misthaufen, das schobt. Der beste Aufsatzgerät in der Landwirtschaft ist der Miststreuer. Hinten zwar Blech, damit er nicht zu weit auseinander streut und ordentliche Haufen. Eventuell noch Steinmehl dazu, das liegt bei euch und was vorher schon gegeben habt. Und zudecken. Bitte zudecken, sonst macht sich der Haufen die Haut selber. Der macht sich eine harte Haut. Und die ist verloren. Warum? Diese Überführung von Mist oder Grünmasse in Erde ist ein biologischer Prozess. Das ist genauso biologisch wie unser Verdauungsprozess. Der ist ja auch da drin und nicht da daneben. Der muss in einen Körper. Biologische Prozesse müssen in den Körper. Wieso werden bei den großen Kompostieranlagen dann nicht zudeckt, nur aus Kostengründen? Oder? Ja. Gell? So Arbeit. Ja, ist schon wieder Arbeit. Das war richtig. Und da drinnen ist immer feucht. Das heißt, wenn sie zudecken, dann werden sie auch nicht oft umsetzen, oder wie? Genau, und ein bisschen so umsetzen, ich muss auch überlegt werden. Ich habe meine großen Haufen in Linz Armen ja umgesetzt. Dieser Kult, dieses Umsetzen ist verrückt geworden. Was man da erlebt hat, jede Woche. Mindestens alle 14 Tage, ist doch ein Unsinn. Was geht im Kompost überhaupt vor sich? Und im Kompost haben wir vier Perioden. Wenn man einen Kompost zusammensetzt, frisch, ob Mist oder Grün, ist egal, dann wird er einmal hitzen. Er wird hitzig werden, er wird unter Umständen auf 70 Grad kommen, er wird dort alles mögliche Negative umbringen, das ist sicher. Entstehen tut er durch Hitzebakterien, die in der Lage sind, auch in der Hitze zu leben. Das dauert ein paar Wochen, kommt auf die Jahreszeit an und danach kommen die Pilze.
und durchziehen den Haufen mit weißen Mizellen. Pilz hat ja keine Wurzel, sondern Mizelle, das sind weiße Fäden. Und manchmal wachsen Schwammerl auch oben drauf. Und wenn diese Pilze genug da umgewühlt haben und im Prinzip dann sie auch nichts anderes als wir fressen, diese Masse fressen. Und wenn das genug ist, das sind 2-3 Monate, dann kommen die Bakterien. Zuerst Massenbakterien von einfachen und danach verschiedene Arten, höherstehende Bakterien, das gibt es bei denen auch, und wenige Arten. Und da wird entgiftet. Bisschen in der Bakterienperiode, in den Haufen wird entgiftet. Da passiert das, was man eigentlich vom Erdboden, die Schöpfung vom Erdboden hat haben wollen, dass wir die Negativbakterien umbringen. Und wenn diese Periode zu Ende ist, das sind wieder vielleicht 2-3 Monate, dann kommen die Viecher. Dann kommen die Springschwänze und die Asseln und die Tausendfüßler und als letztes ist der kleine hellrote Mistwurm. Der Eisenerfüllte da am Berg. Der ist nur in dieser Periode der Haufen. Der ist nicht im Boden. Der ist nur dort, der kommt aus dem Nichts und der geht und der verschwindet ins Nichts, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Das sind Tausende Wurm da umeinander. Und wenn der letzte Wurm draußen ist, ist der Haufen fertig, dann ist die fertige Erde da. Bitte, das sind die Perioden des Kompostes. Und wenn ich jetzt da umsetzen tue, tue ich diese Perioden alle stören. Und das ist ganz verkehrt. Was halten Sie von Zusatz von Mikroorganismen? Ja, warum nicht? EM und so weiter. Ja, EM ist in Ordnung. Gell? Es gibt andere auch, es hat früher Eukomit gegeben und jetzt gibt es DEM. Und Rusch selber hat das Symbioflorhumusferment entwickelt in der Schweiz, das gibt es leider nicht mehr. Das war genauso gut. Aber Mikroorganismus dazu ist immer gut. Billig ist es nicht. Und wir können, wenn wir sehr gut arbeiten, eine Übung auch der Jahre, diese hervorragenden Bakterien, diese EM-Bakterien, sind gleichzusetzen in der Güte mit den Milchsäurebakterien, die ja die höchsten sind. Wir können auch von uns aus methodemäßig im Boden dazu kommen, dass wir es selber erzeugen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Ja? Aber es ist machbar. Wir werden noch viel, viel Sachen auf dem biologischen Sektor erleben, auch an Neuem, an Dingen, was wir heute noch gar nicht glauben können, so ungefähr. Da wird uns noch viel geschenkt, wenn wir dranbleiben. Wenn wir ehrlich dranbleiben. Bitte, es hat der Dr. Müller damals und auch der Dr. Rusch den Versuch gemacht, mit frischen Stallmist, mit Frischmist zu arbeiten. Und die haben frischen Stallmist ausgebracht. Das kann gut gehen, aber das muss nicht gut gehen. Wenn es getan wird, dann dünn. Es ist dann das Wort geprägt worden vom Mistschleier. Also ja, möglichst dünn, damit die Luft da durchkommt. Und dass das wirklich oben rotten kann. Aber einarbeiten auf keinen Fall. Ne? Aber auf keinen Fall einarbeiten. Gell? Sind Fragen? Ich würde mal fragen, die großen Unterschiede zwischen Rindermist, Schweinemist, Pferdemist, oder gibt es Unterschiede? Wieso ist einer besser? Ja, die gibt es schon. Also die Spitze des Mistes ist der Kuhmist. Bitte, der Kuhmist ist einsame Spitze unter den Misten. Das ist auch die Reife des Tiers und das Benehmen des Tiers. Dieses ruhige und ausgeglichene, das die Kuh hat. Dieses lange Ruhen, kein Viech liegt so lang, weil die Kuh beim Wiederkäuen
das stempelt natürlich den Mist auch. Und die anderen Viecher benehmen sie anders, nicht? Wie benimmt sie ein Gors? Die hupft umeinander und ist neugierig und ist überall mit den Pfoten drauf und mit den Schnauzen drin. Ja? Das tut sich den Mist mitteilen. Und das ist bei Pferdemist ist meistens trocken. Das liegt auch im Körper des Tieres. Nicht? Die Kuh hat einen unendlichen Labmagen. Und was ich weiß, alles an Nebenmägen. Und da geht das immer wieder durch, bis das endlich und dann dieser lange, lange Dünndarm. Bitteschön, das ist das Innere einer Kuh. Das ist von beiden Seiten der Anblick des Pansen, der ein riesiges Gärgefäß ist. Und es ist doch logisch, dass in einem solchen Aufwand, das ist der größte Aufwand, der mit einem Verdauungsapparat in der Schöpfung getrieben wird. Wir haben keinen größeren Aufwand, bei niemandem, als wie das ist. Dass da natürlich eine andere Mistqualität entsteht, ist ein klarer Fall. Abgesehen davon, dass natürlich die Kuh an sich wäre ein reiner Pflanzenfresser. Dass man mit Getreide futtert und mit Kraft futtert, das sind ja schon wieder unsere Sünden. Aber an sich kehrt die Kuh zum Heu und zum Gras. Und bitte schaut euch diesen Darm an. Das ist ja Wahnsinn. Das ist alles ausgestellt aufs Raufutter. Es sind diese Därme, die dicken da oben, was Blinddarm, Mastdarm und Dickdarm sind ja verhältnismäßig klein, zu dieser ungeheuren Länge des Dünndarms rundum und um und in der Mitte auch noch. Und da geht der eine in der andere Richtung und dann dreht er gerade um ums Eck und geht nach der anderen Richtung wieder hinaus. Also ich meine, das ist doch eine solche kunstvolle Machart, wenn sowas einfällt. Das muss man sich doch vorstellen, was das bedeutet. Und das ist doch alles das Wesen mit der Kuh. Und dann geht das Viecherl her und produziert Mist. Den finden wir halt in keinem Stall mehr. Da müssen wir auf die Alm aufgehen, dass man sowas erwischt. Denn wir haben fast in allem, so auch bei den Biobauern, haben wir einen Durchfall bei den Kühen. Weil die Kuh nicht richtig gefüttert wird, weil wir die nicht auf Heu und Ding setzen und Wiese, sondern weil wir mehr Dings haben wollen, mehr Geld und mehr, daher mehr Milch. Und daher muss jetzt mit Kraftfutter und mit Getreide getrennt werden. Ist ein haarsträubend, das ist wieder ein haarsträubender Egoismus. Und jetzt ist der Pansen, bitte, der Pansen, den wir erst gesehen haben, der Pansen hat einen gewissen pH-Wert. Und durch das Getreide wird der pH-Wert des Pansen heruntergesetzt Richtung Säure. Was ganz unstatthaft ist. Und dem Viech ist nicht gut dabei. Und jetzt sauft es viel, damit es das Zeug los wird. Und dadurch entsteht der Durchfall. Man ist so verrückt. Und dann kann es natürlich nicht einen ordentlichen Fladen machen, sondern geht platsch, platsch, platsch. In allen Kuhstellen. Und in Wirklichkeit ist das ein so kunstvoller Mist. Er hat ja auch ein feines Häutchen, wenn er frisch fällt, das vergeht er dann wieder. Und bitte schaut es euch an, das hat wunderschöne, spiralige Linien. Das ist ja nicht von ungefähr. Und wenn man wissend ist, dass wir in der ganzen Schöpfung, im ganzen Universum keine Gerade haben, Die Planetenbahnen sind alle spiralig.
Kein einziger Planet geht gerade. Also wir haben überall die Mäandrierungen drin, auch unsere Flüsse und das Wasser. Wir brechen ja im Wasser dauernd das Rückgrat. Das Wasser ist ja ein Geschöpf, das aus Wassermolekülen, und zwar aus Ketten, besteht. Und das erfordert die Mäandrierung. Und wenn man ein Wasser zwingt, 80 Meter, und länger als 80 Meter in geraden Rohren und Bahnen zu laufen, bricht man ins Rückgrat. Das verträgt dieses Zickzack der Wassermoleküle nicht. Und das Wasser ist tot. Herrschaften, das Wasser, was heute aus den Wasserleitungen der Städte kommt, ist tot. Das nutzt nichts. Man muss ja schon froh sein, wenn das überhaupt aus dem Boden kommt und nicht aus einer Kläranlage, wie im ganzen Ruhrgebiet. Das ist ja furchtbar. Und es ist doch logisch, wenn so ein wunderbarer Mist da von der Schöpfung her konstruiert wird, dass das ein hervorragender Dünger ist. Darum ist ja die Kuh in hohen Ehren in die Demeterbetriebe, die sind ja ohne Kuh nicht denkbar. Wenn einer keine Kühe hat, ist er nicht Demeter, so fliegt er schon raus. Und ein Kuh enthornen kommt doch gar nicht in Frage. Und die aus den Fladen macht man ja den Hornmist, den Spritzpräparat für die Fruchtbarkeit. Und das ist eine gute Sache. Das kann man nicht anders sagen. Wir sündigen ja da schon wieder, ununterbrochen. Ich habe mal das gesagt, in Burgenland unten. Und da hat sich gleich einer der Herren gemeldet. Und hat gesagt, Frau Wagner, was Sie sagen, ist vollkommen richtig, aber wir brauchen ein Geld. Wir brauchen ein Geld und gibt es gar nichts, also Kraftfutter und Getreide. Schluss. Bitte sehr. Ist ein Silage auch schlecht für die Verdauung? Nicht immer. Also bitte, wir essen nicht jeden Tag Sauerkraut. Und Silage an sich als Zufutter im Winter ist absolut nicht abzulehnen. Aber nicht jeden Tag und nicht nur. Wir haben auch Biobauern, die nur Silage füttern, was nicht zu akzeptieren ist, weil es so einseitig ist. Natürlich ist es bequem. Und der Mais ist dann auch schlecht? Der Mais hat überhaupt schlechten Einfluss auf die Fortpflanzung. Und auch nicht alle. Wenn man Mais dazu futtert, ist das kein Unglück. Aber wenn ich jeden Tag Mais gebe, dann geht das nicht gut. Ja, dann wollen wir diesen Tag da heute beschließen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgekriegt. Und ich wünsche euch alles Gute.